Viktor, das Frühstück steht auf dem Tisch. Bist du denn noch immer nicht fertig mit dem Rasieren? Doch, gleich. Ich komme sofort. Möchtest du Cornflakes heute? Nein, danke. Ich glaube, ich möchte sie lieber nicht, Mildred. Sobald ich sitze, willst du sie dann doch. Ja, oder doch. Ja, Cornflakes. Kein schlechter Gedanke. Hast du auch Sahne im Haus? Nur den Rahmen von der Milch. Mhm. Ach, lass nur, ich gehe schon. Wahrscheinlich ist das Mary wegen heute Abend. Ja. Ja, hallo? Könnte ich wohl Inspektor Wade sprechen? Inspektor? Sie meinen wohl Chefinspektor? Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Chefinspektor Wade, natürlich. Wer ist denn am Apparat? Mein Name ist Melford, Charles Melford. Ich bin ein alter Freund von von Chefinspektor Wade. Einen Augenblick, bitte. Ein Mann namens Melford. Er sagt, er sei ein alter Freund von dir. Was? Melford? Charles Melford? Ja. Ach so, was, aber der ist doch in Amerika. Anscheinend doch nicht. Er ist am Telefon. Und scheint zu glauben, du machst noch immer Runde im Revier. Also, gib mir mal einen Hörer, mein Schatz, ja? Charles Melford? Hallo, Victor. Wie geht's? Wie steht's? Tatsächlich, Charles. Ja, was tust du denn hier im alten England? Oh, ich mache nur ein paar Wochen Ferien. Am letzten Freitag bin ich rübergeflogen. Aha, ja. Wie wär's, Victor? Wollen wir uns nicht mal wieder zusammensetzen und uns über die guten alten Zeiten unterhalten? Na, eine großartige Idee. Wie sieht's denn bei dir heute Abend aus? Kannst du irgendwo mit mir zu Abend essen? Moment mal bitte, ja? Heute Abend wolltest du doch zu deiner Schwester Mildred, oder nicht? Ja, ja, Kinderhütten. Die gute Mildred, die immer überall einspringt. Ja, Charles, heute Abend ging es. Ja, wunderbar, dann schlage ich vor, wir treffen uns im Regent Hotel so gegen 8. Ja, schön. Also, bis dann. Gut, bis später, alter Junge. Na, Charles Melford, also, das ist wirklich eine Überraschung. Ist das der Melford, der mit dir damals in der Abteilung C war und der dann nach Amerika ausgewandert ist, um Möbel zu verkaufen oder sowas? Ja, genau der. Er ist damals aus der Polizei ausgeschieden, kurz bevor wir beide uns kennenlernten. Die Zustände nach dem Krieg haben ihm einfach nicht mehr gepasst. Da wandert er aus. Das war auch das einzig Vernünftige, wenn du mich fragst. Ich wollte, ich hätte es damals auch so gemacht. Aber verstehst du denn was von Möbeln? Nein. Aber glaubst du, er hat am Anfang etwas davon verstanden? Cornflakes, ja. Gibt's denn keinen Toast heute? Ach du lieber Himmel. Na, ist schon gut. Ich hole ihn ja schon. Lass mich das machen, Victor. Ja, ich weiß. Aber wie bist du damals ausgerechnet auf Möbel verfallen, Charles? Du als Möbelhändler. Ich wollte eben noch einmal ganz von vorne anfangen. Und in einem solchen Fall dachte ich mir, stürzt man sich wohl am besten in etwas, von dem man noch nicht allzu viel versteht. Und von Möbeln hatte ich ja wirklich keine Ahnung. Naja, es scheint sich jedenfalls rentiert zu haben. Das kann man wohl sagen. Allein im letzten Jahr habe ich $20.000 verdient. Oh. Aber hör mal, wir reden jetzt die ganze Zeit nur von mir. Wie geht's denn dir? Wann haben sie dich denn zum Chefinspektor gemacht? Vor einem Jahr ungefähr. Warst du überrascht über die Beförderung? Überrascht wäre ich nur gewesen, wenn sie mich nicht befördert hätten. Naja, du warst ja immer mit Leib und Seele bei der Sache. Auch mir ist der Abschied damals übrigens gar nicht so leicht gefallen. Komisch eigentlich. Wenn ich jemals was Schlechtes träume, dann niemals von Möbeln oder Einkommensteuer oder hübschen Mädchen, irgendetwas dieser Art, sondern immer nur von einem unserer alten Fälle. Ja, das kenne ich. Immer schlägt man sich mit dem gleichen Albtraum herum, ob man womöglich einen Unschuldigen an den Galgen gebracht hat. Ach, das eigentlich weniger, eher umgekehrt, würde ich sagen. Was soll das heißen? Erinnerst du dich noch an den Fall Greenfield? Greenfield? Ja. Greenfield, das war doch dieser reiche alte Knabe, der damals in Wimbledon ermordet worden ist, vor, das muss auch jetzt schon so an die 10 Jahre her sein, oder? 12 beinahe. Ach ja. Mr. Greenfield, erschlagen wurde er und seine Leiche wurde in einen Teich in Wimbledon geworfen. Stimmt, ja. Und den Täter haben wir nie erwischt. War da nicht auch ein Schriftsteller mit in die Sache verwickelt? Wie hieß er doch gleich? Merton? Rayton? Layton. Layton. Felix Layton. Ja. Er war der Neffe des Erschlagenen und zugleich auch sein Erbe. Ganz richtig, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Felix Layton. 4 oder 5 Bücher im Jahr sind doch immer von ihm erschienen. Und stets war es der gleiche Unsinn. Ja, aber seit diesem Mord hat er kein einziges mehr geschrieben.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr nötig. Hast du etwa gewisse Nachforschungen angestellt im Hinblick auf diesen Felix Leighton? Ja, sozusagen. Mhm. Vor ungefähr 6 Monaten ist mir nämlich etwas sehr Merkwürdiges passiert. Und ja, daraufhin habe ich dann ein paar Erkundigungen eingezogen. Ja, das klingt ja sehr vielversprechend. Ja, also los, nur erzähl schon. Ja, langsam, langsam. Erst einmal, erinnerst du dich wirklich noch an diese Geschichte? Du meinst an das, was sich abspielte damals bei diesem Mord? Nein, vor diesem Mord. Vor diesem Mord? Ja, richtig. Du weißt doch noch, 7 oder 8 Monate vorher war ich zur Kriminalpolizei in Wimbledon versetzt worden. Ganz richtig. Dort traf ich dann häufig mit Felix Leighton zusammen in einer kleinen Kneipe in der Nähe der Wache. Ich musste ihm dann meist erzählen von Scotland Yards, gewissen Untersuchungsmethoden und was weiß ich noch alles. Um jene Zeit war er schon ziemlich bekannt durch seine Kriminalromane. Mit denen er wahrscheinlich im Monat mehr verdiente als du im ganzen Jahr. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich fand es doch sehr schmeichelhaft, dass er ausgerechnet mir so viel Beachtung schenkte. Ja. Na, jedenfalls eines Abends, nach einem besonders aufreibenden Tag, als ich gerade alle 4 von mir strecken wollte, klingelte mein Telefon und der Sergeant von der Wache meldete, Felix Leighton sei da und wolle mich unbedingt sehen. Ah, da sind Sie, Inspektor. Gut, dass Sie kommen. Was ist denn los, Sergeant? Mr. Leighton will Sie unbedingt sprechen, Sir. Ja. Das ist ganz außer sich. Ich habe es Ihnen ja schon am Telefon gesagt. Na, warum denn? Hat er nichts gesagt? Nein, mir wollte er nichts sagen, Sir. Er ist jetzt nebenan im Wartezimmer und läuft auf und ab wie ein gefangener Löwe. Na gut, Sergeant, ich werde mich um ihn kümmern. Wenn er sich wenigstens eine passendere Zeit ausgesucht hätte. Das tun unsere Kunden ja nie, Sir. Leider. Medford! Ach, Medford, Gott sei Dank, dass Sie endlich da sind. Nur keine Aufregung, Mr. Leighton, nur keine Aufregung. Kann ich Ihnen irgendwas bringen lassen? Mir? Wie kommen Sie denn darauf? Medford, Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie um diese Zeit noch belästige. Hm, halb so schlimm, Sir. Aber ich konnte mit diesen Leuten da draußen einfach nicht reden. Ich konnte es einfach nicht. Sie möchten etwas mit mir besprechen? Inoffiziell? Nein, durchaus nicht. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Ja. Ich habe einen Mann umgebracht. Sie haben einen Mann umgebracht? Überfahren, meinen Sie wohl, mit Ihrem Wagen? Nein. Ich habe ihn erschossen. Moment mal, Sir. Ja, ich habe ihn erschossen. Er war der Liebhaber meiner Frau. Und wer ist dieser Mann, Sir? Sein Name ist Derek Gage. Er besitzt ein Antiquitätengeschäft in Chelsea. Ja, da staunen Sie, was? Sowas erwartet man doch nicht von einem Antiquitätenhändler. Zumindest nicht von einem seriösen. Wollen Sie mir bitte genau beschreiben, was geschehen ist, Mr. Leighton? Gewiss. Ich kam nach Hause und fand meine Frau mit diesem Gage in unserem Wohnzimmer. Aber nicht beim Kanasterspielen, Inspektor. Und daraufhin... Daraufhin habe ich meinen Revolver aus dem Schreibtisch geholt und habe ihn erschossen. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Ja, im Affekt sozusagen. Und jetzt fragen Sie mich bloß nicht, ob ich einen Waffenschein besitze, Inspektor. Und was geschah dann, nachdem Sie den Mann erschossen hatten? Meine Frau fiel in Ohnmacht. Und ich stürzte aus dem Haus und lief direkt hierher. Sie sind ganz sicher, dass dieser Mann tot ist? Ja, ich habe ihm ein paar Kugeln in den Kopf gejagt. Er muss einfach tot sein. Hm. Jetzt wollen Sie wohl, dass ich ein Protokoll unterschreibe? Nein, jedenfalls noch nicht gleich, Mr. Leighton. Glauben Sie mir etwa nicht? Erst möchte ich noch mit Ihrer Frau sprechen. Meine Frau interessiert mich nicht mehr, Inspektor. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Ich möchte aber trotzdem mit ihr sprechen. Jetzt hören Sie mal, Inspektor, so geht das doch nicht. Ich denke, in meiner Lage legt man als erstes ein Geständnis ab und unterschreibt. Ja. Und doch, ich möchte zunächst mit Ihrer Frau sprechen. Na ja, meinetwegen, wenn Sie unbedingt darauf bestehen. Ist das Ihr Wagen dort draußen, Mr. Leighton? Ja, warum? Ich möchte Sie bitten, mich zu Ihrer Frau zu fahren. Aber können wir denn nicht in einem Polizeiwagen fahren? Ich glaube, es ist weniger auffällig, wenn wir Ihren Wagen nehmen. Ja, ja, schön. Bitte. Bitte nach Ihnen, Mr. Leighton. Danke, Inspektor. Sagen Sie, Mr. Leighton, wann lernte Ihre Frau diesen Derek Gage eigentlich kennen? Vor einem Jahr ungefähr, als sie ihm einen alten Tisch abkaufte. Einen abscheulichen alten Tisch. Wussten Sie, dass sie seine Geliebte war? Aber nein. Ich wusste, dass sie manchmal mit ihm ausging. Aber ich hätte mir nie träumen lassen...
Sehen Sie, Inspektor, ich steckte tief in der Arbeit an einem neuen Buch und überhaupt, ja, Carol ist doch gar nicht der Typ, der sich viel mit Männern abgibt. Da sind wir ja schon. Lange haben wir nicht gebraucht, was, Inspektor? Haben Sie Ihren Hausschlüssel bei sich, Mr. Layton? Ja, natürlich, hier. Dann kommen Sie. Ach, wie dumm von mir. Ich kann mich gar nicht erinnern, welcher Schlüssel... Erlauben Sie es, Sir? Bitte. Na, der ist es wahrscheinlich. Glauben Sie? Darf ich mal probieren? Ja, bitte. Na bitte, Sie sehen, der ist es. In welchem Zimmer, sagten Sie? Im Wohnzimmer, zweite Tür rechts. Schön, ich werde vorausgehen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann warte ich lieber hier. Wo ist der Lichtschalter? Ich habe das Licht brennen lassen. Warten Sie auf mich. Die Leiche liegt vor dem Fenster. Aber hier ist kein Mensch, Mr. Layton. Kommen Sie nur herein. Aber wie ist denn das möglich, Inspektor? Alles in bester Ordnung, soweit ich sehe. Auch keine Blutspuren. Aber ich sage Ihnen doch, ich habe ihn erschossen. Ich habe ihn erschossen, Inspektor. Einen Mann namens Gage, Derek Gage, einen Antiquitätenhändler aus Chelsea. Ich glaube jedenfalls, es war Chelsea. Und was haben Sie mit dem Revolver gemacht, Sir? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich muss ihn wohl weggeworfen haben. Ich bin auch ganz benommen von der Sache. Ja, Mr. Layton, ich verstehe. Es war doch bestimmt dieses Zimmer hier. Natürlich, ohne jeden Zweifel. Ich habe doch den Revolver aus dem Sekretär dort drüben geholt. Aber das ist ja meine Frau, Inspektor. Wo hast du denn gesteckt, um Himmels Willen? Bis 9:45 habe ich mit dem Abendessen auf dich gewartet und dann... Oh, verzeihen Sie. Wer ist dieser Herr, Felix? Ich bin Inspektor Melford, Mrs. Layton. Ihr Mann erschien vor etwa einer Stunde bei uns auf dem Revier. Er war sehr verstört. Oh, Felix! Hast du wieder einen von deinen Anfällen gehabt? Ich weiß nicht, meine Liebe. Aber das muss es wohl gewesen sein. Und ich hätte geschworen, dass... Es ist wohl das Beste, du legst dich jetzt etwas hin, Felix. Ich hol dir deine Tabletten. Es tut mir leid, Inspektor. Mir ist ganz wirr im Kopf. Und dabei möchte ich noch immer schwören, dass ich diesen Kerl tatsächlich hier gesehen habe. Sie tun wohl am besten, was Ihre Frau sagt und legen sich jetzt etwas hin. Ja. Ja, vielleicht haben Sie recht, Inspektor. Hier, Felix, trink das. Ach, danke, Carol. Verzeih mir, Carol. Oh. Ich dachte, du... Ja, ich war ganz verwirrt. Ich dachte, schon gut, weißt, Felix, nicht reden jetzt. Komm, ruh dich aus. Leg dich hier auf die Couch. Sie sollten am besten die Füße hochlegen, Sir. Ja, Felix. Ja. Ach, ja. So ist es schon besser. Es ist schon viel besser. Entschuldigen Sie die Mühe, die ich Ihnen gemacht habe, Inspektor. Ich bin überarbeitet, wissen Sie. Restlos überarbeitet. Glauben Sie, er erholt sich bald wieder? Wahrscheinlich wacht er in etwa einer Stunde wieder auf und erinnert sich dann an nichts mehr. Ich hatte doch gleich den Eindruck, dass Mr. Layton nicht ganz in Ordnung ist heute. Er war den ganzen Tag über in London und kam nicht einmal zum Abendessen zurück. In letzter Zeit hat er schon ein paar solcher Anfälle gehabt. Er hat einfach zu viel an diesem neuen Roman gearbeitet, Inspektor. Ja, wahrscheinlich. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Wir haben ihn nicht aufgefunden, er ist zu uns aufs Revier gekommen. Er sagte, er hätte jemanden umgebracht, einen Mann namens Derek Gage. Derek Gage? Kennen Sie diesen Mann? Was hat Felix über Derek Gage gesagt? Er hat gesagt, er sei ein Antiquitätenhändler in Chelsea und sie seien in ihn verliebt. Er habe sie beide überrascht. Ja? Und Gage daraufhin erschossen, hier in diesem Zimmer. Oh, wie schrecklich. Ist wohl nichts dran an dieser Geschichte. Oh, natürlich nicht. Aber Sie kennen Mr. Gage? Nur dem Namen nach.
Soll das heißen, dass Sie ihn noch nie gesehen haben? Nein, denn er existiert ja gar nicht. Also, Mrs. Layton, verzeihen Sie, aber das verstehe ich nicht. Das können Sie auch nicht. Und dabei ist doch alles so einfach, Inspektor. Derek Gage ist der Name eines Antiquitätenhändlers in dem neuen Roman meines Mannes. Er wird eines Tages erschossen in einem Zugabteil aufgefunden. Könnte ich diesen Roman einmal sehen? Er wird erst in einigen Wochen veröffentlicht werden. Aber wir haben die Druckfarben bereits hier. Ich selbst habe heute Abend noch Korrekturen gelesen. Dürfte ich sie mal sehen, Mrs. Layton? Aber natürlich. Dort sind sie, in diesem Sekretär. Total übermüdet, ihr Mann. Bitte. Hier ist der Roman. Danke. Ich glaube, Gage kommt zum ersten Mal auf Seite 27 vor. Hier. Ah ja. Derek Gage war ein gut aussehender, gepflegter Mann, Ende 30. Er besaß einen kleinen, aber sehr exklusiven Laden in der Kings Road. Ja, ich muss sagen, das vereinfacht natürlich die ganze Geschichte. Ich bin sehr erleichtert, Mrs. Layton. Bitte. Vielen Dank auch. Wir haben zu danken, Inspektor. Es tut mir leid, dass wir so viel Mühe gemacht haben. Ich bin froh, dass es nur ein blinder Alarm war. Sie jedoch stehen sicher einem ernsten Problem gegenüber. Ich glaube, Sie sollten Ihren Mann dazu bewegen, einmal einen guten Arzt aufzusuchen. Das ist leichter gesagt als getan. Er hat nämlich früher einmal 2 Jahre Medizin studiert und seither hat er eine Abneigung gegen alle Ärzte. Vielleicht würde ihm auch ein paar Wochen Ferien gut tun. Er hat sich offensichtlich überarbeitet. Ja. Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank, Inspektor. Keine Ursache. Wenn ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein kann, Mrs. Layton, dann lassen Sie es mich doch bitte wissen. Ja, Sie können mich immer auf dem Revier erreichen. Danke, Inspektor. Du hast mir nie etwas von dieser Geschichte erzählt, Charles. Nun, damals warst du gerade nach Epping gezogen. Wir sahen uns einfach nicht mehr so oft. Ja, richtig. Ja. Na, ich war damals ziemlich mit meinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Na, und wie ging das denn nun weiter mit Layton? Die nächsten 6 oder 7 Wochen bekam ich ihn überhaupt nicht mehr zu sehen. Ein paar Mal war ich drauf und dran, seine Frau anzurufen und mich nach ihm zu erkundigen. Aber da ich so viel zu tun hatte, schob ich es immer wieder auf. Ja, dann weißt du also gar nicht, ob er einen Arzt aufgesucht hat oder nicht? Doch, doch, das hat er getan. Aber erst nach einiger Zeit. Offenbar bestand er darauf, zuerst noch seinen Roman fertig zu schreiben. Hat er noch so einen Anfall gehabt? Ja, das will ich meinen. Und was für einen? Eines Abends war ich in meinem Büro geblieben, um noch ein paar Akten durchzuarbeiten, die mir von der Zentrale geschickt worden waren. Nun ja, es wurde ziemlich spät. Als ich schließlich den Aktenschrank zuschloss, stieg lieblicher Kaffeeduft in meine Nase. Um eine Versuchung loszuwerden, ist es bekanntlich am besten, ihr nachzugeben. Ich machte also, dass ich ins Vorzimmer kam. Na, hier riecht's nach Kaffee, Sergeant, stimmt's? Ja, Sir. Aber ich denke, Sie sind im Dienst. Bin ich auch, Sir. Aber ich habe den Kaffee nicht gemacht, Sir. Ich trinke ihn nur. Ja, das sehe ich. Entschuldigen Sie, Sir. Aber ich dachte... Nun machen Sie mir lieber auch eine Tasse, aber ohne Milch und mit viel Zucker. Jawohl, Sir. Donnerwetter, der verweilig. Oder der will nur seine Bremsen ausprobieren. Ich will mal nachsehen. Melden Sie mich bitte, Inspektor Melford. Ja, aber Inspektor Melford ist jetzt nicht zu sprechen. Ich habe keine Zeit. Ich bitte Sie... Tut mir leid, Sir. Mr. Layton, er besteht darauf... Ja, schon gut, sei Dank, dass Sie noch da sind, Milford. Holen Sie Mr. Layton bitte einen Stuhl, Sergeant. Hier, Sir. Wenn ich bitten darf. Nehmen Sie bitte Platz, Mr. Layton. Sie sehen ziemlich mitgenommen aus, wenn ich das sagen darf. Milford! Milford, Sie müssen mich einsperren. Wieso? Was ist denn passiert? Ich fürchte, ich verliere noch den Verstand. Mann, nein, wirklich, allen Ernstes. Also, heute Morgen hatte ich eine furchtbare Auseinandersetzung mit meiner Frau. Über das Geld, das sie für ihre Garderobe und so weiter ausgibt. Und dann, heute Abend, als ich aus der Stadt zurückkam... Ja, Mr. Leben? Wissen Sie, was ich da gefunden habe, Inspektor? Ja. Wissen Sie, was ich da gefunden habe? In einer Schublade. Nun? 16 Rechnungen habe ich da gefunden. 16 unbezahlte Rechnungen, Inspektor. Über 823 Pfund, 4 Schillinge und 6 Pence. Ja, das ist eine Menge Geld, Milford. Eine Menge Geld. Ja, das kann man wohl sagen, Sir. Es ist wirklich sehr leichtsinnig von Carol. Sehr leichtsinnig, so viele Schulden zu machen. Dabei hat sie das Geld gehabt, müssen Sie wissen. Ich hatte es ihr schon vor Wochen gegeben. Darüber sollten Sie wohl einmal in aller Ruhe mit Ihrer Frau sprechen. Das geht leider nicht mehr jetzt, Inspektor. Völlig unmöglich, ausgeschlossen. Aber warum denn, Sir? Hat Ihre Frau Sie etwa verlassen? Nein. Sie ist tot, Inspektor. Tot. Was soll das heißen?
Genau das, was ich sage, Inspektor. Sie ist tot. Ich habe Carol umgebracht. Ich habe sie ermordet. Wann? Heute Abend, vor ein paar Minuten. Kurz bevor ich hierher kam. Ach du lieber Himmel, das versuche ich Ihnen doch schon die ganze Zeit über beizubringen. Haben Sie denn keine Ohren? Behalten Sie ihn im Auge, Sergeant. Ich gehe noch schnell in mein Büro. Ich bin gleich in der Nähe. Ja, Sir. Ist dort Mrs. Layton? Ja, am Apparat. Hier ist Inspektor Melford. Oh, Inspektor. Mrs. Layton, ich wollte nur hören, wie es Ihnen geht. Mir? Gut, danke, warum? Ihr Mann ist gerade hier bei uns auf dem Revier. Oh. Er behauptet, Sie hätten sich gestritten und er hätte Sie dann umgebracht. Nein. Wirklich, Inspektor, jetzt wird mir die Sache aber bald zu dumm. Keine Ursache. Hauptsache ist nur, dass Ihnen nichts passiert ist, Mrs. Layton. Aber ich finde, er sollte jetzt wirklich einmal einen Arzt aufsuchen. Ja, ja, gewiss. Aber er ist so schrecklich dickköpfig, Inspektor. Andererseits, diese Halluzinationen werden immer häufiger. Könnten Sie ihn dann nicht dazu bewegen, einige Zeit fortzufahren und auszuspannen? Ja. Ja, ich werde versuchen, ihn zu überreden, auf 8 oder 14 Tage ans Meer zu fahren. Mein Bruder hat ein reizendes kleines Ferienhaus in der Bucht von St. Margaret. Das hat er uns schon einmal zu diesem Zweck angeboten. Das wäre doch sicher das Richtige für Ihren Mann. Mein Bruder ist übrigens von Beruf Arzt. Psychiater. Aha. Aber Felix ist natürlich nicht dazu zu bewegen, sich von ihm einmal untersuchen zu lassen. Vielleicht könnte Norman uns jedoch einmal hier übers Wochenende besuchen und sich dabei in Ruhe mit ihm unterhalten. Das müsste sich doch sicher einrichten lassen, Mrs. Layton. Wenn Felix nur nicht so starkköpfig wäre, Inspektor. Inspektor, soll ich jetzt rasch zu Ihnen aufs Revier kommen und ihn abholen? Nein, nein, bemühen Sie sich nicht. Wir werden Mr. Layton am besten in einem unserer Wagen nach Hause bringen. Wir lassen dann seinen Wagen hier bei uns im Hof stehen. Dann können Sie ihn ja morgen abholen. Vielen Dank, Inspektor. Ich bin Ihnen wirklich sehr verbunden. Ich bitte Sie, Mrs. Layton. In 10 Minuten sind wir bei Ihnen. Nehmen Sie Ihren Mantel, Mr. Layton. Ich fahre Sie nach Hause. Nach Hause? Was soll das heißen? Ich habe gerade mit Ihrer Frau gesprochen. Aber meine Frau ist doch tot. Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Vor einer Minute war sie noch nicht tot, Sir. Ich habe gerade mit ihr gesprochen. Aber das ist doch Unsinn. Das ist doch völlig unmöglich. Ah, Sie müssen mit Mrs. Lewis gesprochen haben, mit meiner Haushälterin. Wahrscheinlich hat sie mich decken wollen. Mr. Layton, ich habe zufällig gerade Ihren Roman »Das zweite Alibi« gelesen. Die darin vorkommende Haushälterin des Ermordeten hieß Mrs. Lewis. Ach, tatsächlich? Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich dachte... Sagen Sie, Smith, ich brauche den Wagen, Sergeant. Jawohl, Sir. Auf der Heimfahrt ging dann plötzlich eine Veränderung in ihm vor. Er schien wieder auf die Erde zurückzukehren. Du meinst, er wurde plötzlich wieder normal? Ja. Er fragte mich, wie er denn in den Polizeiwagen gekommen sei und was er auf dem Revier gesagt habe. Ja. Es war, als sei er in einer Art Trance gewesen. Ist das nicht, was die Psychiater momentanen Gedächtnisschwund nennen? Ja, das kann schon sein. Hm. Also, wie ging diese Geschichte dann weiter, Charles? Nun, Layton fuhr mit seiner Frau in die Bucht von St. Margaret und blieb dort etwa 3 Wochen. Und kurz nach ihrer Rückkehr traf ich dann Mrs. Layton. Sie erzählte mir, ihr Bruder habe Felix endlich davon überzeugt, dass er an einer Neurose leide und sich einer regelrechten Behandlung unterziehen muss. Und hatte diese Behandlung Erfolg? Anfangs ja, soviel ich weiß. Der Nachteil war nur, dass Layton kaum mehr arbeiten konnte und sich daher nicht sehr wohl fühlte in seiner Haut. Ach, das kann ich mir vorstellen. Seine Frau muss die Hölle durchgemacht haben. Tja, wahrscheinlich. Nun, etwa einen Monat nach ihrer Rückkehr von St. Margaret verschwand dann Lester Greenfield. Du erinnerst dich vielleicht noch an die ganze Aufregung. Na, und ob ich mich noch daran erinnere. Alle möglichen Theorien wurden damals vorgebracht. Zum Beispiel, dass Greenfield mit Verbrechern unter einer Decke gesteckt habe. Oder dass er entführt worden sei. Ja, die ganze Geschichte war ein gefundenes Fressen für die Presse. Greenfield war schon immer eine etwas rätselhafte Figur gewesen. Ein alleinstehender Privatbankier im Ruhestand, der eigentlich nur noch das Haus verließ, wenn er in seinen Bridge Club ging. Ja, 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 ich erinnere mich noch. Er wurde zu einem Turnier erwartet. Und als er nicht kam, ging der Sekretär des Clubs in seine Wohnung, um nach ihm zu sehen. Ja, so fing es an, das ganze Tohuwabohu. Ja, was sagten eigentlich seine Dienstboten? Er hatte nur eine Haushälterin.
Und die wusste nur, dass er sich offenbar auf den Weg zu seinem Club gemacht hatte und nicht mehr zurückgekehrt war. Keinerlei verdächtige Besucher, Nachrichten oder Anrufe. Aha, ja. Ehrlich gesagt, Viktor, wir standen damals vor einem Rätsel. Ja, und dann kam eines Morgens ein anonymer Brief, der uns aufforderte, einen gewissen Teich in Wimbledon zu durchsuchen. Und das tatet ihr dann auch, worauf ihr die Leiche fandet? Ja. Ja, und was stand in seinem Testament? Seiner Haushälterin hatte er darin ein paar tausend Pfund hinterlassen. Ebenso zwei früheren Dienstboten. Der Rest ging an Felix Leighton. Etwas über 2 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Na, kein Wunder, dass er seitdem keine Bücher mehr geschrieben hat. Habt ihr damals über Leighton Erkundigungen eingezogen? Der war doch der Haupterbe von 2 Millionen. Natürlich haben wir über ihn Erkundigungen eingezogen, aber leider nahm Leighton mir den Wind aus den Segeln. Ja, inwiefern? Indem er gestand. Was, er gestand? Ja. Ja, soll das heißen, dass er... Er erklärte, er habe den alten Knaben ermordet. Na, alles, was recht ist, das ist ja wohl die Höhe. Und was hast du daraufhin unternommen? Ich habe es ihm natürlich auszureden versucht. Was hätte ich auch schon anderes tun können? Und wie hat er darauf reagiert? Er ist böse geworden. Richtig böse. Also ich sage Ihnen doch, Milford. Ich sage es Ihnen doch schon die ganze Zeit. Ich habe den geizigen alten Teufel erdrosselt und seine Leiche dann in den Teich geworfen. Soll ich Ihnen vielleicht jedes Wort noch einzeln vorbuchstabieren? Nein, Mr. Leighton, das ist nicht nötig. Sie sollen jetzt nur wieder nach Hause gehen. Sie glauben mir also nicht. Nun, ich... Sie bilden sich wohl ein, es sei dasselbe wie zuvor. Sie halten mich wohl für verrückt, was? Ich bin nicht verrückt. Ich war in Ferien. Ich bin in Behandlung gewesen. Ich bin genauso normal wie Sie, Inspektor. Ich wünschte, ich könnte Ihnen recht geben, Sir. Aber unglücklicherweise... Jetzt passen Sie doch mal auf, Milford. Wer hätte wohl ein besseres Motiv gehabt, den alten Burschen umzubringen? Na los, sagen Sie es mir. Nennen Sie mir eine einzige Person, die ein besseres Motiv gehabt hätte als ich. Was war Ihr Motiv, Mr. Leighton? Aber Milford, wie können Sie nur sowas fragen? Ich stecke bis über beide Ohren in Schulden. Und der alte Knabe hinterlässt mir 2 Millionen Pfund. Ich verstehe. Nein, sag, Sie verstehen überhaupt nicht. Sie wollen einfach nicht verstehen. Mr. Leighton, es überrascht Sie vielleicht zu erfahren, dass bereits 2 Leute den Mord an Ihrem Onkel eingestanden haben. Das ist doch wohl die Höhe. Wie kommen denn die dazu? Diese Aussagen werden wir sorgfältig untersuchen. Genau wie Ihr Geständnis, Mr. Leighton. Sergeant, begleiten Sie Mr. Leighton bitte hinaus. Jawohl, Sir. Inspektor, das ist eine höchst ungewöhnliche Behandlung. Sie lassen mir keine andere Wahl, als mich in dieser Sache an Ihre vorgesetzte Dienststelle zu wenden. Wie Sie wollen, Sir. Ich habe eine ganze Anzahl von Freunden bei Scotland Yard, Inspektor. Und mein Onkel war ein sehr einflussreicher Mann. Ich werde ganz offen berichten müssen, dass Sie vorsätzlich Ihre Dienstpflicht vernachlässigen. Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Das sollen Sie auch nicht, Sir. Sie werden noch von mir hören, Milford. Warten Sie nur. Wenn ich jetzt bitten darf. Ich finde schon allein hinaus. Vielen Dank, Sergeant. Wenn der nicht reif ist für die Irrenanstalt. Schon gut, Sergeant, ich nehme an. Ja, hallo? Inspektor Milford? Am Apparat. Oh, hier spricht Carol Leighton. Ist mein Mann bei Ihnen? Ja, er ist gerade hier gewesen. Er ist aber schon wieder weg. Ach, du meine Güte. Hat er Sie am Ende wieder belästigt, Inspektor? Er erzählte mir, er habe seinen Onkel ermordet, Mrs. Leighton. Er sagte, er habe ihn erdrosselt. Glücklicherweise oder unglücklicherweise, wie man es nennen will, steht der ärztliche Befund nicht im Einklang mit dem Geständnis Ihres Mannes. Mr. Greenfield ist nämlich erschlagen worden mit einem schweren Gegenstand. Inspektor, das Ganze tut mir wirklich schrecklich leid. Ja, mir auch, Mrs. Leighton. Weil ich nämlich jetzt wertvolle Zeit verschwenden muss, um die Angaben Ihres Mannes zu überprüfen. Aber Sie glauben doch nicht etwa, dass Felix... Sagen Sie, wo war Mr. Leighton am letzten Dienstagabend zur Zeit des Mordes? Norman hat Felix doch dazu überredet, sich behandeln zu lassen und da... Um wie viel Uhr kam er nach Hause zurück? Oh, er kam überhaupt nicht zurück. Er bleibt dienstags immer die Nacht über bei Norman und seiner Frau. So. Und wie ist Name und Adresse Ihres Bruders, Mrs. Leighton? Dr. Norman Crosby, London Harley Street 27A. London Harley Street 27A. Besten Dank, Mrs. Leighton. Ich werde mit Dr. Crosby sprechen. Vielleicht wären Sie schon so gut, Ihren Bruder anzurufen und ihm zu sagen, dass ich bei ihm vorbeikommen werde. Aber ja. Ja, gewiss, Inspektor. Dann also, gute Nacht, Mrs. Leighton. Gute Nacht. Ja, Carol hat mir schon gesagt, dass Sie mir wegen Felix ein paar Fragen stellen wollen. Soviel ich weiß, sind Ihnen diese Halluzinationen, unter denen er leidet,
ja nichts Neues. Wodurch sind die wohl entstanden, Dr. Crosby? Durch Überanstrengung bei seiner Arbeit. Bei diesen Versuchen, komplizierte Kriminalfälle auszudenken. Schriftsteller arbeiten heutzutage unter einer sehr großen Nervenanstrengung, Inspektor. Bei manchen äußert sich das so und bei anderen so. Die einen bekommen Magengeschwüre, die anderen werden schizophren und wieder andere leiden unter Verfolgungswahn. Sie scheinen einige Erfahrungen in solchen Fällen zu haben. Ja, allerdings, das kann man wohl sagen, Inspektor. Und wann fing das an bei Layton? Als er das verlockende Angebot erhielt, einen amerikanischen Film in einen Roman umzuarbeiten. Er arbeitete Tag und Nacht und innerhalb einer Woche war dann das Buch fertig. Wie mir Carol erzählte, war er bald darauf fest davon überzeugt, einen Musiklehrer aus der Nachbarschaft in einen alten Brunnenschacht geworfen zu haben. Es würde beinahe komisch klingen, wenn es nicht so tragisch wäre. Ja, leider sind die meisten meiner Fälle von dieser Art. Sie bekommen sicher allerhand interessante Geschichten zu hören, Mr. Crosby. Ja, und auch einige sehr tragische. Aber Sie wissen ja, die ärztliche Schweigepflicht. Ja, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Ich habe da noch eine reine Routinefrage, Dr. Crosby. Können Sie mir sagen, wo Layton sich am letzten Dienstag in der Nacht des Mordes aufgehalten hat? Er war hier bei uns. Aber ich dachte, Carol hätte Ihnen das bereits gesagt. Die ganze Nacht? Ja. Kurz nach 7 Uhr kam er hier an. Wir hatten eine ziemlich lange Konsultation an diesem Abend. So etwa bis gegen 9:30. Nach einem leichten Abendessen hörten wir noch ein wenig Radio und gingen dann früh zu Bett. Tja, also dann vielen Dank, Dr. Crosby. Und entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihre Zeit so lange in Anspruch genommen habe. Oh, bitte sehr. Ich bin Ihnen gern behilflich. Darf ich Ihnen in den Mantel helfen? Ja, danke, Sir. Tja, und was wird nun aus Mr. Layton werden, Dr. Crosby? Wird er sich wieder erholen? Ja, vorausgesetzt, er tut, was ich ihm sage, Inspektor. Ich habe ihm vorgeschlagen, auf mehrere Monate zu verreisen. Auf ein Jahr sogar, wenn nötig. Das wäre sicher das Vernünftigste. Hoffentlich befolgt er meinen Rat. Er macht sich leider nur Sorgen wegen seiner Einkommensteuer. Er schuldet dem Finanzamt anscheinend über 10.000 Pfund. Aber das hat auch jetzt nichts mehr für ihn zu bedeuten. Nein, natürlich nicht. Dieser Greenfield hat ihm doch eine Menge Geld hinterlassen, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Über 2 Millionen, selbst noch nach Abzug der Erbschaftssteuer. Donnerwetter, so viel? Tja. Das wusste ich nicht. So hoch ist die Summe aber, meinen Informationen nach. Also ich hoffe wirklich, Sie können Mr. Layton dazu bewegen, wegzufahren. Ich drücke Ihnen beide Daumen. Wissen Sie was, Inspektor? Ich habe das dunkle Gefühl, dass Ihnen nicht so sehr um seine Gesundheit zu tun ist. Sie möchten ihn nur unbedingt loswerden. Können Sie mir das nicht nachfühlen, Dr. Crosby? Er hat bereits 3 Morde gestanden, die er nicht begangen hat. Und sobald wieder ein Mord passiert, steht er wieder an unserer Tür. Darauf kann ich Gift nehmen. Naja, also ich werde mein Möglichstes tun, Inspektor. Und wie ging es dann weiter, Charles, nach deinem Besuch bei Dr. Crosby? Eine Woche lang ereignete sich überhaupt nichts. Dann ließ Frobisher mich kommen. Erinnerst du dich noch an Frobisher, meinen damaligen Chef? Natürlich, ja, ja. Er ist vor 4 Jahren in den Ruhestand getreten. Ja, ziemlich schwieriger Kunde. Er wollte konkrete Ergebnisse sehen, was? Natürlich, aber er ließ mit sich reden. Schließlich war es nicht ganz unverständlich, dass ihm die ganze Angelegenheit langsam peinlich wurde. Alles schön und gut, Melford. Aber da inzwischen eine ganze Woche vergangen ist, wird es langsam höchste Zeit, dass wir zu konkreten Ergebnissen kommen. Wir sind allen Hinweisen nachgegangen, Sir. Ja, ich habe mir die Akten ziemlich genau angesehen. Aber ich muss sagen, ich bin dadurch auch nicht schlauer geworden. Wie steht es zum Beispiel mit der Mordwaffe? Sie ist nicht zu finden, Sir. Wenn wir nur irgendeinen Anhaltspunkt hätten. Melford, Sie sind sich doch hoffentlich darüber im Klaren, dass dieser Greenfield eine nicht ganz unwichtige Persönlichkeit war. Ein mehrfacher Millionär. Ja, Sir, ich bin mit seinen Verhältnissen vertraut. Ja, das Motiv müssten wir finden. Es ist doch wohl kaum anzunehmen, dass nun, dieser Melford... Felix Layton hatte ein Motiv. Er erbte schließlich 2 Millionen Pfund. Aber er hat auch ein unerschütterliches Alibi. Ja. Ja, wie ich aus den Berichten ersehe, hat er sogar den Mord gestanden. Aber das ist schon der 3. Mord, den er gestanden hat. Das ist sein Hobby sozusagen. Ich fürchte, bei dem ist eine Schraube los.
Aha. Einer von denen. Schriftsteller, nicht wahr? Ja, er schreibt Kriminalstücke. Ach, diese Leute sind sicher alle ein bisschen überspannt. Man geht ihnen am besten aus dem Wege. Ja, was ich noch sagen wollte, Milford. Ich habe Chefinspektor Gossage von dem Eastburn-Fall abberufen. Von heute Nachmittag an wird er mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja. Na, das soll natürlich nicht heißen, dass ich mit Ihnen unzufrieden bin, Milford. Nein, Sir. Aber zwei Köpfe sind eben immer besser als einer. Ja, leider hat Gossage den Fall Greenfield in seiner Autobiografie überhaupt nicht erwähnt, die vor ein paar Wochen erschienen ist. Das kann ich mir vorstellen, denn er ist auch nicht weitergekommen. Er setzte zwar alle Hebel in Bewegung, um etwas Vernünftiges aus Felix herauszubringen, aber leider vergeblich. Natürlich war Lethen nur allzu gern bereit, den Mord zu gestehen, aber seine Aussagen ließen sich mit dem tatsächlichen Sachverhalt nie auch nur halbwegs in Einklang bringen. Der arme alte Gossage ließ nichts unversucht und war dann am Ende selbst schon mit einem Fuß im Irrenhaus. Und damit wanderte der Fall Greenfield also zu den Akten. Tja, Victor, leider. Tja. Übrigens, bist du jemals in Südafrika gewesen? Südafrika? Nein. Nein. Aber ich. Und zwar in diesem Jahr. Na, also mach schon, Charles. Erzähl schon den Rest der Geschichte. Ich sollte für meine Firma feststellen, ob eine Möglichkeit besteht, in Kapstadt eine Filiale zu errichten. Ich mietete mir also einen Wagen und fuhr in der Gegend umher. Nachdem ich ein oder zwei in Frage kommende Grundstücke besichtigt hatte, wollte ich mir auch mal die Wohnviertel ansehen. Und auf diese Weise kam ich in eine Gegend, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, in der ein paar wunderbare Villen standen. Sehr exklusiv. Besonders ein Haus gefiel mir über alle Maßen. Aber, entschuldige vielmals, nimmst du nicht noch eine Tasse Kaffee? Nein, danke, Charles, danke, du mach doch weiter. Ach ja, bei diesem Haus. Ja, es war wirklich sehr schön. Mhm. So schön, dass ich den Pfarrer halten ließ, um es mir genauer anzusehen. Es hatte einen großen Rasen, einen sehr guten englischen Rasen, der zu einer Art Sommerhaus hinaufführte. Ja, ja. Auf dem Rasen fand gerade eine kleine Party statt, eine Teeparty, mit dem ganzen Familiensilber und allem, was dazugehört. Anwesend waren nur vier Leute. Die Familie vermutlich. Ja. Und dann, ganz plötzlich, machte einer der Männer eine merkwürdige kleine Handbewegung. Eine Geste, die mir irgendwie bekannt vorkam. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass dieser Mann Felix Lethen war. Lethen? Bist du sicher? Ja. Im ersten Augenblick dachte ich natürlich, ich hätte mich getäuscht. Aber dann erkannte ich auch Carol, seine Frau. Merkwürdig. Von meinem Fahrer erfuhr ich dann, dass das Haus einem Manne namens Paul Smith gehöre, einem ehemaligen Bankier aus London. Paul Smith? Warum sollte Lethen seinen Namen gewechselt haben? Während ich mir noch über diese Frage den Kopf zerbrach, sah ich einen anderen Mann auf das Haus zugehen. Ich konnte ihn genau erkennen. Es war ohne jeden Zweifel Norman Crosby. Was denn, dieser Psychiater? Mrs. Lethens Bruder? Ja. Er hat sich offenbar auch ins Privatleben zurückgezogen. Und zwar unter dem Namen Jackson. Norman Jackson. Er und seine Frau besitzen ebenfalls eine herrliche Villa in Kapstadt, nicht weit von Lethens Haus entfernt. Bist du wirklich ganz sicher? Vollkommen. Diese vier leben dann also in größtem Luxus in Südafrika? Ja, richtig. Von dem Geld, das Felix damals geerbt hat? So ist es. Von diesen 2 Millionen Pfund. Ich habe natürlich noch ein paar weitere Erkundigungen eingezogen über Paul Smith, alias Felix Lethen. Er ist anscheinend sehr populär, genießt sein Leben und erfreut sich bester Gesundheit. Kaum zu glauben, dass dem einmal nicht so war. Kaum zu glauben, was soll das heißen? Genau das, was ich sage. Kaum zu glauben, dass es einmal eine Zeit gab, in der er sich nicht bester Gesundheit erfreute. Du lieber Himmel, Charles, willst du etwa behaupten, dass er seine Anfälle damals nur vortäuschte? Dass alles nur einem bestimmten Zweck diente? Dass er überhaupt nie übergeschnappt war? Einen Augenblick, mein Lieber. Charles, willst du allen Ernstes behaupten, dass diese vier damals den Mord an Greenfield haargenau planten und auch ausführten und sich dann mit ihrer Beute nach Südafrika absetzten? Einen Augenblick, einen Augenblick. Ich behaupte überhaupt nichts. Ich bin Möbelfabrikant, alter Junge. Der Detektiv bist du. Hm?
Na? Und was sagst du dazu? Dass man den Fall Greenfield noch einmal aufgreifen sollte. Und verdammt nochmal, Charles, das werden wir auch tun.